Sei gegrüßt. Ich habe an dem Panelsystem weitergearbeitet. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich die Funktionalität der Reinzugsfugen, die ich da ja habe, das heißt, ich muss ein bisschen drehen, dass ich es finde. So, wenn ich jetzt hier neue Fugen reinziehe, die verlängere und die sozusagen durch irgendwas durchgehen lasse, und ebenso Panelstrukturen gestalte, das könnte ich doch auch an ein Panel hängen, das über das Zubehör-Add-on, das man gratis downloaden kann von Graphisoft, könnte man doch auch dranhängen. Und ich denke, das ist mir gelungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal die Wand, also, Entschuldigung, so, jetzt, die Wand auswähle und dann unter Planung, Planungsextras, Zubehör, Wandzubehör gehe und dann eben meine geänderte Wand nehme. Alle Parameter, Beton, Fertigteil, Panelmaterial, okay. Oberflächenmaterial ist dann auch noch Beton 3, gut. Das heißt, ich muss mich schon mit dem Material ein bisschen beschäftigen, aber dann kann ich Folgendes machen. Okay, dann möchte ich noch wissen, welche Seite die Außenseite ist, diese hier. Ah ja, dann muss ich das noch gerade stellen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ist gerade mal zum Zeigen. Das heißt, dieses Teil und dieses Teil, statt das D sollte ich noch auf gerade stellen. Also 0. So. Und jetzt kann ich hier Fugen reinziehen. Das heißt, wenn ich das hier anklicke, kann ich jetzt ganz genauso wie vorhin zum Beispiel die Fuge mal hier hinsetzen, mal ordentlich durchziehen. Es ist egal, wie lange ich es ziehe, die Fuge wird nur da in der Wand gemacht. Und jetzt lasse ich die Fuge mal hier durchgehen. Dann hier mal ebenfalls eine Fuge reinziehen, rein zum Gestalten, wie gesagt. Die mal ordentlich lang machen, drehen, die muss ich noch ein bisschen rausziehen, die Fuge, aber immerhin, sie ist schon mal da, die hier, einfach weiter raus, die Grafikkarte spielt ja nicht, man kann dann schon relativ genau arbeiten, also ich lasse das jetzt mal so, hier kann ich dann ebenfalls, wenn ich es finde, das ist immer irgendwie hier mal rein damit, dass es da ist. So. Das heißt, ich kann hier so Betonpaneele einer Wand vorsetzen. Und das Schöne an der Sache ist, das Ganze bleibt mit der Wand verbunden. Das heißt, wenn ich hier das Fenster versetze, geht das GDL mit. Das heißt, mit dem Wandzubehör kann ich dann wirklich ordentlich gestalten und es bleibt verbunden. Selbst wenn ich neue Dinge reingebe, ist das kein großes Problem. Das heißt, zum Beispiel hier auf eine Türe drehen, Alt-Klick auf die Türe, nein, habe ich die Türe nicht erwischt, Alt-Klick auf die Türe und ich kann hier sofort in meine Wand, natürlich von der anderen Seite, weil jetzt erwische ich es nicht, weil das Ding davor ist, aber trotzdem, die Wand hier, die Türe reinsetzen und schon wird es mir herausgeschnitten. Das heißt, das ist jetzt schon eine Funktionalität, mit der ich persönlich ganz gut leben könnte. Also hier nochmal. Ich denke, das macht dann schon was her. Na, hier ist es. Habe ich dich, Schurke?
Also damit, glaube ich, kann man dann ganz gut gestalten. Ich werde es wieder downloadbar machen. Hier habe ich noch was gemacht bei der anderen. Das hier habe ich jetzt schon so gemacht, dass man es zwischen den verschiedenen Dingen umschalten kann. Das heißt, ich kann hier wieder die Raster einstellen, die ich früher mal gezeigt habe. Wobei das jetzt alles wieder drinnen ist. Also diese Raster sind wieder möglich und jederzeit wieder umschaltbar auf die anderen eingefügten Fugen. Das heißt, das Raster habe ich jetzt hier noch nicht bei dieser Möglichkeit. Das ist die Frage, ob man es braucht. Ob es nicht gescheiter wäre, eine waagrechte, eine senkrechte Fuge gleich lang genug zu machen zum Reinziehen, damit ich sie nur mehr drehen muss. Das ist dann eine Sache, über die man noch diskutieren könnte. Über die Eckfugen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber es ist einmal ein Anfang. Gut, viel Spaß damit.